Warte mal kurz, weil ich nicht mehr so viel Speicher habe, zu dem vorigen Blog, den ich geschrieben habe, ich habe mit einem Teufel gelebt, das wird ein Buch, ja. Ich habe mit einem Buch angefangen, bevor ich nach Kempen kam, habe ich mit einem Buch angefangen, die Überschrift bis dahin war Das Leben auf der Flucht, ja. Das letzte Mal, wo ich an dem Buch geschrieben habe, das war das letzte Mal, wo ich gerade gelebt habe, ich war mit meinem Sohn war ich in der Klinik für 3 Monate. Bis kurz bevor er geboren wurde, habe ich diese Zeit genutzt, also die Ruhe, die ich hatte in der Klinik, hatte ich genutzt, mein Buch weiterzuschreiben und einige Sachen, also viele Sachen. Also ich hoffe, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, die ich Michael gegeben hatte, dass er das noch aufbewahrt hat, weil meine ganzen Sachen in Campen sind. Ja, ich habe ja seine Computer, also seinen Laptop, also da sein iPad benutzt auch teilweise und Computer, um mein Buch zu schreiben. Ja. Gott ist nicht blöd, er weiß, warum ich das nicht bis heute das Buch nicht fertig kriege. Und ich bin nicht sicher, wie das Buch heißen wird. Das ist, ich habe mit einem Teufel gelebt. Ja. Das Buch wird heißen, ich habe mit einem Teufel gelebt. Das Buch habe ich eigentlich gedacht, an meine Kinder zu widmen. Ja. Ich habe angefangen, über mein Leben zu schreiben. Und die Idee hatte ich von meiner deutschen Mutter. Sie schreibt seit Jahren ihr Lebenstagebuch. Ich denke, wenn sie kurz bevor sie gehen wird, wird sie alle Kinder rufen. Darunter gehöre ich auch. Ich werde dieses Buch bekommen. Da werde ich sehen, werde ich lesen, was sie alles in ihrem Leben gemacht hat. Und darunter werde ich auch vorkommen, was sie alles für mich gemacht hat. Und wer ihr Sohn ist und so weiter. Das wird in diesem Buch auch vorkommen. In so einem Buch wollte ich auch für meine Kinder auch machen, über mein Leben. Aber ich mache das jetzt, ich habe mit dem Teufel gelebt, weil ich, wenn ich die ganze Sache, was ich erlebt habe, will ich in diesem Buch nochmal verarbeiten. Also ich hoffe, dass es noch, dass Michael meine Sachen nicht gelöscht hat, hat er noch die Sachen, die ich zuletzt gegeben hatte in Campen, dass er das noch im 2015, dass er die Sachen noch da hat, dass ich da einige Sachen ändern kann und so bearbeiten kann, ist ja eine Arbeit. Da muss ich ständig neue Sachen reinmachen, wieder raus, wieder rein, wieder weiterschreiben. Das dauert ja lange. Ne? Und jetzt wissen wir genau, was das wird. Jetzt können wir das Buch auch in Ruhe jetzt schreiben. Also, ich habe mit einem Teufel gelebt. Das ist ein Buch von mir, von Yasonia gekommen, das ich schreiben werde. Aber das Buch habe ich heute nicht angefangen, sondern das habe ich schon, bevor ich nach Kempen gegangen bin, habe ich mit dem Buch angefangen. Ja? Und wir werden das einfach fortsetzen, indem wir einfach nur anders nennen. Ich habe mit einem Teufel gelebt. Ja? Also, das passt ganz gut zu meinem Leben, ja, weil der Teufel, ne, der war noch nie in Afrika. Der Teufel, der war in Europa, oder der ist in Europa, der war noch nie in Afrika, der ist in Europa. Und so, da wird mein Buch anfangen, ja. Und dann kommt das irgendwann, ein kleines Mädchen, ich war eben, der hat den Hautfarbe wie Ebenholz, ja. Ihre Hautfarbe wie war wie Ebenholz, ne, wie ich halt hier in Europa kam. So hatte ich angefangen mit dem Buch, ja. Und ich will einfach den Satz da erst reintun, als erstes, der Teufel war nie in Afrika. Der Teufel ist in Europa.